Ich will ein Bild mit Fotopie perspektivisch zuschneiden. Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Ich habe hier ein Haus und einen Baum und das Haus kippt nach rechts, der Baum nach links. Wenn ich das Bild nun hier zuschneide, ich mache hier einmal einen Ausschnitt, gehe außerhalb eines Ecknagels hin und drehe den Ausschnitt, sodass der Ausschnitt parallel zur Häuserflucht steht. Ja, ich merke schon jetzt, was dann passieren würde. Ich bestätige das mit dem Haken oder mit der Enter-Taste. Dann steht zwar das Haus gerade, aber der Baum ist noch mehr gekippt. Also das kann es nicht sein. Ich brauche einen perspektivischen Zuschnitt oder ich will das Bild perspektivisch entzerren. Ich gehe hier beim Protokoll wieder zurück auf Öffnen. Photopea hat ein solches Werkzeug hier beim Zuschneiden. Ich drücke hier länger drauf, perspektivischer Freisteller, und ich wähle hier einen Ausschnitt über das ganze Bild, packe nun diese obere Ecke, stelle diese Linie hier parallel zur Häuserkante und diese rechte Linie stelle ich parallel zu dieser Häuserkante. Achtung, achten Sie darauf, dass das nicht irgendwie schräg wird hier oben, sondern dass diese obere Linie immer noch parallel ist zum Bildrand und hier wirklich parallel zu dieser Häuserkante. Und jetzt bestätigen mit Enter oder hier beim Haken und das ganze Bild ist entzerrt. Das war's.